Wir kehren zurück zum Silverstone Circuit, der Heimat des britischen Motorsports. So, da wird aber, denke ich mal, vielleicht wieder ein normales Event kommen. Nicht normales, ich meine Spezialevent. Vermutlich hier die kleine Strecke und dann irgendwas mit Überholen, Slalom oder so. Slalom hatten wir eigentlich auch relativ wenig eigentlich. Obwohl es eigentlich ganz cool ist. Kommt es doch relativ selten. So, oh ne, wir haben die große Strecke. Okay. Kommt der dann Rennen normales oder? So, normales Rennen. Okay. Dann halt mal so. Ja, okay, ich auch mal wieder hier ein bisschen was Neues. Auf dem Silverstone. Nicht immer nur die Spezialevents. So, hier schön außen überholen. So, Alter, was bremst der? So, ja, schön rein. Immer schön rein damit. Wir fahren hier aber auch ein bisschen übelst langsam, kann es sein? So ein bisschen, ja, jetzt übelst langsam nicht, aber so ein bisschen. Guck mal, Alter, das gibt's nicht. Heieiei, was macht denn der Idiot? Will er mich irgendwie verarschen oder so? Guck mal, jetzt bremst er komischerweise nicht. Den gibt's doch gar nicht. So, und jetzt bremst er wieder so früh. Obwohl, ich habe auch ein bisschen, glaube ich, spät gebremst. Aber Platz 4, come on. Dann will ich da irgendwie meckern. So, der eine fährt ein bisschen. Alter, hey, wollt ihr mich verarschen? Ich hab's schon so kommen sehen, dass der voll in mich reindonnert. Guck mal, der macht ein bisschen Bowling. Hey, das gibt's echt nicht. So, innen durchgezogen. Sehr schön. Und schon Platz Nummer 1. So, ich habe schon wieder gedacht, wo meine Tribüne vorbei ist, dass die erste Runde vorbei ist. Aber da gibt es immer hier die blöden 2. Haben wir erst ja die erste halbe Runde circa. Kann man so in etwa sagen. Guck mal, wie viele Hütchen da stehen. Ich hätte so Bock, die alle umzufahren. So die ganze Reihe. Das wäre doch mal geil. So, wir führen sehr gut. So, Alter, aber das sieht sich schon ganz lang eigentlich. So eine Runde hier auf dem Silverstone ist schon ganz schön groß. So, hier ein bisschen schnell. So, jetzt habe ich hier eine Runde. Das heißt, wir sind erst bei der Hälfte. Jetzt sind eigentlich schon Level 1, ja genau. Hier gibt es ja voll die Levels in dem Rennen. Nächste Rivale, alles über alles. Auch mein geiler Name. So, rutscht mal wieder ein bisschen. Aber noch alles unter Kontrolle. Aber in den Kurven war ich jetzt gerade nicht so gut. So, ja doch, Abstand haben wir ich genügend. Oh, hier war es aber auch wieder ein bisschen. Ah ne, es ging gerade. Schon gedacht, wieder ein bisschen zu spät gebremst. Gute Kurve. Ja. Bei perfekten Kurven muss man sich schon richtig anstrengen irgendwie. Hier haben wir gar nichts bekommen gerade in der Kurve. Auch gerade ein bisschen komisch. So, warum ich immer meine, dass hier das Ziel ist, in der kleinen Version ist hier immer das Ziel. Deshalb ist es immer so im Hinterkopf so, okay, hier neue Runde, letzte Runde oder wie auch immer. Deshalb denke ich immer, dass hier die Ziellinie ist. Es ist ja eigentlich auch eine da, aber halt, die zählt ja in dem großen Rennen nicht.
Oh, hier wieder die Hütchen. Da wären die hier an der Innenkante, dann würde ich die alle mal wegfahren, aber da außen ist auch ein bisschen blöd. Oh, hier wieder eine schöne Gerade. So, gute Kurve, oder? Ja, sehr schön. Also wenn ich mich ein bisschen konzentriere und ein bisschen anstrenge, dann schaffe ich schon eigentlich relativ gut gute Kurven, aber auch perfekte Kurven. Weiß ich nicht. Habe ich irgendwie nicht so ganz drauf. So, das war sowieso nichts. So, das Rennen wäre auch gemeistert. Eigentlich voll komisch. Eigentlich hätte ich nur eine Runde gebraucht. Dann war ich schon auf Platz 1. Aber auch eine lange Strecke eigentlich. So, was gibt's an Punkte? Einmal zurückgespult, okay. So, die Affinität. Geht die vielleicht jetzt nach oben? Weiß ich gerade gar nicht. Stufenaufstieg ganz sicher. Oh ne, wir sind ja schon am Anfang hier von der Affinität. Das dauert noch ein bisschen. Aber wir kriegen vielleicht noch Level 5 hin mit dem Lambo. Für die heutige Veranstaltung kehren wir noch einmal in das über 1000 Jahre alte, wunderschöne Prag zurück. So, hier mit den edlen Karossen durch Prag. Da habe ich immer so den Gedanken so an das erste Rennen, wo wir mit dem McLaren MP1 gefahren sind. Das war eigentlich schon auch geil. Ja, einmal fett durchgeflitzt. Aber vielleicht kommt auch hier eine kleine Version mit Überholen oder so. Oder die große Version mit Rennen. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. So, die kleine Version. Und sogar rückwärts. Die kleine Version fährt man aber, glaube ich, immer rückwärts. Fällt mir gerade so auf. Some say he has a USB socket instead of a mouth. And that if you ask him to do too many things at once, he crashes. All we know is he's not the Stig. He's the Stig's digital cousin. So, der Stig mal wieder. Zwei Runden. Gegen den Stig. Was fährt denn der so? Ich sehe den gar nicht. Wo ist denn der? Guck mal hinter mir. Ein Ferrari. Und den kriegen wir mal, Alter. Guck mal, wie der Lambo abzieht. Easy. Also das Rennen könnte von mir aus jetzt auch schon vorbei sein. Oh, ich kann nicht zurückspulen. Tja, dann bleibt der Schaden halt drin. So, Alter, hey. Da müssen wir auch ein bisschen aufpassen mit den ganzen Ecken hier. Wenn man hier Gas gibt. So, hier haben wir auf die Brücke. Ja, der Fahrer war ja richtig schnell hier eigentlich. Also, im Gegensatz zu den Stig hier gerade, sind wir schon recht zügig unter... Oh, mein Spiegel. Naja, egal. Egal. Bleibt halt mal hier irgendwo auf dem Boden liegen. So. Alter, warum zieht er nicht weiter nach links? Ich habe mir gedacht, ich kann so ein bisschen gerade... Und jetzt lenkt er auch noch nach rechts. Ich habe mir gedacht, ich fahre links vorbei. Nee, der zieht ja nach links. Habe ich gedacht, okay, ich fahre rechts vorbei. Tut zurückspulen? Nee, dann lenkt er erstmal nach rechts. Und jetzt mache ich hier voll den Bullshit. Weil ich mir hier gerade übelst eine aufreg. So, was macht er? Was macht er? Jetzt geht er wieder nach links, hey. Gibt's ja gar nicht. Aber der stickt ja schon mal voll weit hinten. Ich will mir hier Perfektes umholen. Zack. Einmal gesagt und getan. So, hier alles schön außen. Also, guck mal, wie weit hinten der ist. Ist ja gar keine Herausforderung. Vor allem, was ist der Sinn hinter dem Stig? Also der digitale Cursor Stig. Was ist der Sinn dahinter? Ich denke mir immer so, wow, der ist voll gut und so, aber eigentlich ist der gerade voll schlecht. Ich fahre jetzt hier auch nicht gerade wie so ein Profi. Und ziehe den aber voll ab.
Schau wieder rechts vorbei. Eigentlich wollte ich. Guck mal, da ist so eine große Lücke gewesen. Und dann ziehen die da die Lücke zusammen. So, ja, okay, jetzt fahrt er auch ein bisschen nach links. Kann ich da auch rechts vorbei. So, ich würde euch mal interessieren, wie viel ich überholt habe. Oder, okay, das zählt ja eigentlich nicht. Ist ja eigentlich unrelevant. Mich wundert es halt wirklich nur, dass wir so einen Vorsprung haben. So, einmal hier. Wow, schön vorbeigezogen. Ist schon komisch eigentlich, dass der so schlecht war. So, ja, Veteran. Aber komm jetzt auf Rang 40 hoch. So. Ja, die Seite mal wieder. Total verschrammt. Vor allem hier 35% Schwierigkeit. Das, also manche Rennen, da ist es wirklich schwierig, auf Gold zu kommen. Und manche, da ist es irgendwie voll einfach. Obwohl die Schwierigkeit ja gleich bleibt. So, warum haben wir jetzt eigentlich das 40 Veteran bekommen? Wir waren ja schon Stufe 40. Wir kehren noch einmal zurück zum Circuit de Spa-Francorchamps. Heimstatt des großen Preises von Belgien. So, mal wieder diese Strecke. Die kommt eigentlich auch irgendwie jedes Mal, habe ich so das Gefühl. Also in jeder Rubrik. Die mal bitte rückwärts. Das wäre so geil, hier runter zu brettern. Das wäre schon fett. Audi geht, glaube ich, nur vorwärts. Oder gibt es halt nur vorwärts. So, ja, hier. Nämlich immer die normale Richtung fahren wir hier. Oh je, das wird wieder hier ein Gedrängel in der ersten Kurve. Das wird mal wieder was. So, wir starten, glaube ich, wieder weit hinten. Auf Platz 14. Mal gucken. Hier ein bisschen. Hier die Bremsen ein bisschen. Der Mercedes bremst die alle aus. Sehr gut. So, hier wird überall schon kräftig. Alter, komm, so hart war das jetzt auch nicht, oder? So hart hinten drauf. Warte, ich zieh mal. Alter. Ja, ich werde hier rumgeschoben. Hier werden irgendwie alle gerade rumgeschoben. Okay. Aber trotzdem, Platz 10 kann man eigentlich sich nicht beklagen. Außer, dass meine Heckstoßstange irgendwie voll eingedellt ist. So, come on. In die Wiese und direkt abgebremst. Schon gedacht, so, okay, da können wir noch ein bisschen durchfahren, aber hat das Spiel gemeint, so, nee. Dann fahren wir ja lieber hier rum. Hier weiß ich ja, dass ich fahren kann. Ohne, dass was ausgebremst wird. So, Alter. Was war das gerade? Ich habe so ein bisschen nach links, nach rechts gelenkt und dann zieht er einfach so geradeaus weiter. So, warum bremst der leicht? Das macht mir gerade so ein bisschen Angst. Irgendwie. So, ja. Genau, Mann. Vor allem der fährt in mich rein. Und ich krieg einen Schaden. So, oh, was macht denn der da? Ja, Massenkarambolage. Jeder in jeden rein. Oh, wir sind ja schon Platz 3. Okay. Auf habe ich jetzt gerade gar nicht geachtet. Ging alles so schnell. So, der fährt ein bisschen raus. Und wieder voll in mich rein. Hallo, bin ich ein Magnet oder so? Gibt's doch gar nicht. So, lassen wir den mal ein bisschen. Obwohl, nee, come on. Auch mal hier weg. Ah, der ist ein bisschen schneller unterwegs. Oh, das war ein bisschen viel gebremst. Aber der fährt auch ein bisschen schnell. Wenn der hier rauskommt.
Ich schaue trotzdem noch in Führung. So, jetzt hier schön innen. So, jetzt sind wir hier eigentlich schon auf Platz 1. Ich sag mal, in den letzten Rennen auf hier auf Spa hatte ich eigentlich immer so ein bisschen das Problem, überhaupt auf 1 zu kommen. Und hab's eigentlich groß nie geschafft. Und jetzt hier in der ersten Runde schon. Oh, wow, wow. Ein bisschen weit rausgekommen, aber ja. Alles noch hier im grünen Bereich. So, jetzt könnten wir hier eigentlich auch mal normal fahren. Einmal so. Einmal so. So, geht es doch. Ohne hier mal irgendwie blöd abzukürzen oder so. Oh, 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 oh. Sind wir ein bisschen schnell gefahren. Handbremse hat, glaube ein bisschen geholfen. Glaube ich mal, oder? Ja, sieht noch gut aus mit dem Abstand. So, hier vielleicht auch mal normal fahren. Oh, hier kann man schon ein bisschen abkürzen, hier die leichte Linkskurve. Vor allem kriege ich hier eine gute Kurve hin, okay. War das jetzt auf die... Es war schon, glaube ich, auf die letzte bezogen, oder? Obwohl ich hier eigentlich abgekürzt habe. So, eigentlich... halten das Ganze ziemlich gut. Kann mich ja nicht beklagen. Was haben wir hier? Sparroutine? Was ist das? Okay, was soll das heißen? Dass wir schon... Ja, oder vielleicht irgendwas mit einer Zeit irgendwie gut geschafft haben oder so. Weiß ich es nicht. Oder dass wir Spar oft genug gefahren sind. Weil die kommt ja eigentlich wirklich fast jedes Mal. Wow. Ja, den kann man aber wirklich gut steuern eigentlich. So, also der gefällt mir wirklich. Hier der Lambo. So, einmal noch hier die Kurve, dann kommen wir wieder schön auf die Gerade. So, oh, hier, ein bisschen bremsen. Hier fliegen wir wieder fast raus. Dann müssen wir hier nur vom Gas runter, obwohl... war schon ein bisschen knapp gerade. So, oh, das war auch ein bisschen... So, hier ein leichter... Wow, Alter, wie der kommt. Okay. Gerade rechts gefangen und dann ist ja links rüber noch mal was. So, aber das Rennen an sich war mir gerade schon relativ einfach, also hab ich irgendwie gewundert, dass ich so schnell auf Platz 1 war. Auch so generell eher gerade die ganzen Rennen mit dem Aventador laufen eigentlich recht einfach ab. Ist hier, glaube ich, die Schwierigkeit noch erhöhen oder was? So, wieder fast 10.000. Ich wollte mal interessieren, wie viel Gesamtkohle wir gerade haben. Ob sich die 500.000 oder 550.000 wieder hier eingespielt haben. Beziehungsweise wenn wir dann alle Rennen haben vielleicht. Aber ich glaube nicht ganz, dass wir so viel bekommen.